Eine wunderschöne Aufnahme läuft, hoffe ich. Ja, ich habe mittlerweile, weil ich selber ein bisschen durcheinander gekommen oder Angst habe, durcheinander zu kommen, noch bin ich nicht durcheinander gekommen. Aber hätte ich jetzt auch genauso wie bei meinem Creator Server Let's Play, von meinem Test und so, damit, dass ich an meinen Dateinamen immer ranhänge, für welchen Wochentag das gedacht ist, ne? Das waren ja die beiden Aufnahmen vom Samstag. Nee. Das war die Aufnahme vom Samstag. Das war die Aufnahme von gestern, wo ich gesagt habe, okay. Genau, doch. Müsste so sein. Genau. Das von Samstag. Das von gestern. Und die war für heute geplant. Heute ist Montag. So nach dem Motto, okay, alle für heute. Allerdings habe ich die Aufnahme, die heute kommen sollte, die ich heute machen wollte, habe ich ja auch schon gestern gemacht. Warum habe ich in der letzten Folge auch gesagt? Das heißt, heute am Montag mache ich schon die erste Aufnahme für Dienstag. Und dann morgen am Dienstag einfach so, was es da gibt. Und eigentlich wollte ich heute komplett den ganzen Tag frei machen. So nach dem Motto, ein Tag frei, easy. Aber A, habe ich einfach Lust darauf, Clicker Hero zu spielen. Und B, habe ich morgen früh, weiß ich nicht, wie ich morgen früh Zeit habe. Und gleich frühesten Aufnahme zu machen und dann mittags eine Aufnahme zu machen. Das, ob ich gleich frühesten Aufnahme hinbekomme, weiß ich nämlich nicht. Und deswegen würde ich sagen, okay, mache ich einfach morgen Mittag eine Aufnahme und morgen Abend die Aufnahme. Und morgen früh die Aufnahme lasse ich einfach weg. Da habe ich morgen früh ein bisschen mehr Zeit für das, was ich morgen vorhabe. Und habe aber dafür heute halt schon eine Aufnahme. Das heißt, ich habe heute keinen kompletten Leerlauf. Genau. So. Das also erstmal dazu. Ist ja für euch auch eigentlich relativ egal. Ihr seht ja die Folgen sowieso alle an dem Tag, für die die Folgen bestimmt sind. Von daher. Ja, ich habe hier noch ein paar neue Links erstellt, sieht man. Ich weiß nicht, warum das Ding immer noch kein Icon hat. Egal. Ich habe hier ein paar neue Links erstellt, weil ich privat gerade ein bisschen am Testen bin. Weil ich spiele ja privat auch noch, hatte ich ja gesagt oder auch gezeigt gehabt, die etwas ältere Version. Und nun ist es aber so, dass ich da tatsächlich dass dieses unser Let's Play-Syndrom hatte. Ich komme da einfach nicht weiter. Und also, ich komme weiter, aber nur ultra langsam. Also wirklich ultra langsam. Okay, so geht das. Und da wollte ich halt gucken, ob es an mir liegt. Sprich, also, ich habe mein Safe-Gamer in den Calculator gepackt und mal geguckt, was der Calculator sagt. Aber der ist mit meiner Spielweise ganz zufrieden. Heißt also, es liegt definitiv nicht an mir, an meiner Spielweise. Sondern wirklich daran, dass diese Version halt ultra langsam ist. Aber wirklich ultra langsam. Okay. So. Wir hier sind jetzt mittlerweile auch wieder an einem Punkt angekommen. Oh, wir haben gerade mal 2 E. Nee, 1 E. Doch, 1 E2 verdient. Wollen wir ganz kurz. Ascension. Wir hatten. Boah, wir haben nicht mal, ne? Wir haben nicht mal 1 E2 verdient. Und dabei hat diese Ascension schon schon relativ lange Gärungszeit. 4 Tage. Was? Time, Play, Science, Last, Trans. Achso, ich bin bei Transcension. Nein, Ascension, bitte. Genau, seit mehr als einem Tag. Wie gesagt, gestern Abend und heute ist es auch wieder Abend. Also meine Haare, ich hätte mir meine Haare machen sollen vor der Aufnahme. Jetzt fliegen die mir die ganze Zeit im Gesicht rum hier. Was? Genau, auf jeden Fall schon mehr als einen Tag vergangen. Das heißt, Zeit gehabt, hatte die Aufnahme auf jeden Fall genug. Weitere 25 Level können wir uns auch noch nicht leisten. Das ist auch ein apostrophisch. Wir bräuchten nochmal also das Dreifache von dem, was wir derzeit haben. Wird also nicht passieren. Das heißt, wir machen erstmal direkt eine Ascension. Mehr lohnt sich erstmal nicht. Bam. So. Dann klicken wir einmal rauf und legen direkt los. Baram. So, und schon geht's wieder los mit dem Gestocker.
Ja, diesmal habe ich tatsächlich auch wieder dran gedacht, im Vollbildmodus zu schalten. Wow, Ronny, du bist ja so. So, wow, so. Ich bin übrigens gerade dabei. Ja, ich glaube, wenn ich das erzähle, erklären mich jetzt alle endgültig für dumm und überaus dämlich. Ich bin dabei, mein eigenes Clicker-Hero zu programmieren. Wow. Nein, natürlich nicht. Also, es ist zwar optisch gesehen, orientiere ich mich schon an Clicker-Hero, einfach weil ich Clicker-Hero halt spiele. Aber ich will halt ein eigenes Spiel machen, nicht als Ersatz für Clicker-Hero. Schaffe ich gar nicht. Schon mal grafisch schon mal gar nicht. Und auch zeitmäßig nicht. Ich meine, diese ganzen Feature hier, ne, Ascension, Transcension und so. Aber ich habe jetzt zumindest schon mal angefangen, so ein kleines Programm zu erstellen, wo man halt auch so eine Fläche hat, wo man raufklicken kann. Man Geld bekommt, damit kann man sich Helden kaufen. Die Helden kämpfen dann ein für einen. Ich habe sogar schon sowas wie eine Klick-Kombo drin, allerdings fest integriert. Das heißt, man hat dafür keine Engine. Bei mir gibt es noch gar keine Engines. Ich kann es dir mal ganz kurz zeigen. Warte mal ganz kurz. Ich mache mal hier erstmal, mach ich mal hier erstmal alles fertig. Und dann kram ich einfach mal ganz kurz mein Programm raus. Genau. So, minimieren. Du kannst weg, du kannst weg, alles ist weg. So, Pure Basic. Perfekt. So. Genau. Das hier. Mit dem kreativen Namen Basic Clicker. Er braucht ein bisschen. Ist ein langsamer, relativ langsamer IDE. So, fertig. Genau. Ich zeige das Ganze einfach mal ganz kurz. Tada! Ja, man merkt, direkt orientiert an Clicker Heroes, ne? Message of the Day kommt ja bei Clicker Heroes auch immer, wenn man startet, ne? So eine Meldung mit Patch Notes und sowas alles. Ich bin jetzt gerade bei der Entwicklung, also ich habe jetzt gerade Version 1 in 002 fertiggestellt. Ja, man merkt, auch da orientiere ich mich an Clicker Hero. Jetzt gerade, wie gesagt, habe ich das fertiggestellt. Das heißt, ich habe das abgeschlossen und alle Änderungen, die ich ab jetzt mache, werden in Version 0.1e3 einfließen. Es gibt aber noch keine. Das heißt, deswegen steht hier noch Nothing. Genau. Was hier drin ist, wie gesagt, oh Gott, ich will das eigentlich gar nicht zeigen. Wie gesagt, man hat ja ein Monster, da habe ich ein paar schöne Grafiken gemacht. Also in meinem Spiel geht es quasi darum, dass man Karten besiegt, Karte, wo was draufsteht. Da habe ich mich ein bisschen so von Yu-Gi-Oh! Inspirieren lassen. Also Yu-Gi-Oh! Kam mir dabei in Sinn und da dachte ich mir so, okay, kannst du eigentlich auch mit Karten machen. Ist zum Zeichnen erstmal einfacher. Weil da machst du einfach ein Viereck und machst da ein bisschen Krickelkrakel rein, fertig. Deswegen, also Grafik, Ich bin schon froh, dass ich sowas mit Alpha Blending hinbekommen habe. Das ist aber auch Teil der Grafik. Das wird also nicht das Programm, sondern einfach eine PNG, die an der Stelle transparent ist. Genau. Hier, auf das Monster klickt man, wie gesagt, drauf. Bumm, bumm, bumm. Dann, das hier ist ein Komma, englische Schreibweise. Das heißt, wir haben 100 Standardleben, also das Monster 100 Standardleben. Und wir haben ein Click-Damage von 1 Damage per Click. Und klicken, wie gesagt, immer mit 1 Damage rauf. Man sieht aber, hier hinten zieht sich ein bisschen mehr ab. Das liegt daran, unser Damage steigt. Das liegt hier in dieser Combo. Deswegen, wie gesagt, Combo habe ich auch schon, ist aber noch fest im Programm integriert. Genau. Da kann man halt, wie gesagt, besiegen. Na gut, habe ich einen Autoclick aktiv. Ja, für Testzwecke ist er noch aktiv. Sehr schön. Jetzt kann ich hier klicken. Bam, bam, bam. So. Oh, halt, ich sehe gerade. Weg damit. Oh, halt. Der ist noch auf ein Monster pro Level eingestellt. Und mein Autoclicker ist auch falsch eingestellt. So. Okay, jetzt nochmal das Ganze. Ja. So, genau. Ja, genauso wie das echte Clicker Hero. Es beginnt relativ langsam.
Logisch, ist ja ein Idle-Game sein. Wobei, ne, steht auch schon drinne. While you was offline, your hero does nothing. Sorry. But Idle is not implemented yet. Ja. Ich habe noch kein Idle implementiert, weil ich auch noch kein Laden und Speichern von Safe Game drinne habe. Das heißt, jedes Mal, wenn man das Programm startet, fängt man von null an, quasi. Das sind alles Sachen, die kommen erst viel später. Erstmal würde ich das Grundprogramm fertig haben, bevor ich mich an solche Sachen wie Safe Game und sowas anwage. Von daher gibt es natürlich auch noch, weil es kein Safe Game gibt, kann das Programm auch keinen vorherigen Stand laden. Also kannst du auch kein Idle berechnen. Deswegen, Idle gibt es doch gar nicht. So, aber wie gesagt, man kann natürlich kämpfen. Es gibt pro Monster, pro Level, wir sind gerade Level 1. Und kamen 10 Monster. Die müssen wir besiegen. Jetzt haben wir derzeit 4 Cash. Also 4 Dollar. Pro Anfangsmonster bekommt man 1 Dollar. Und sobald man dann 11 Dollar hat, ja, mit der Zahlformatierung muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ich muss erst mal eine komplett eigene mathematische Library erstellen. Also, alles, was ihr jetzt seht, alle Zahlen, alle Berechnungen, ist nicht einfach Plus oder Minus, sondern ich habe für jede Berechnung eine komplett eigene Funktion geschrieben. Das zeige ich dann vielleicht auch noch gleich. So, jetzt haben wir 10 Dollar. Und gleich... Buja, 11 Dollar. Das heißt, wir können jetzt in unseren ersten Held kaufen. Project One. Einfach wohl 1. Ja, wie gesagt, ultra kreativ. Man sieht auch schon die Grafiken. Da habe ich alle einfach mal so schnell mit Gimp hingeklatscht. 2. Im Englischen Dual. Ne? Deswegen Duolin. The Third. Und dann habe ich einen etwas kreativeren Namen ausgedacht. The Unknown. Lost. Und The Void. Wow. Ja. Lobt mich. Genau. So. Genau. Der macht jetzt, wie gesagt, schon eigenen Schaden. 30 Damage pro Sekunde. Das sieht man hier auch. Braucht ungefähr 400 Klickschaden. 3 Sekunden. So, wir sind aber immer noch in Level 1. Können aber jetzt, weil wir 10 von 10 haben, ist der Button hier oben aktiviert. Das heißt, wir können ins nächste Level gehen. Jetzt ist der wieder grau. Das heißt, man kann nicht mehr raufklicken. Weil wir natürlich erstmal in dem Level, Level 2, auch wieder alle 10 Monster besiegen müssen. Aber, ne, das, was bei Clicker Hero gibt, dieses Auto-Forwarding, gibt es bei mir natürlich auch. Aber schon von Anfang an mit drinnen. Das heißt, man kann gleich hier raufklicken und kommt dann auch gleich ins nächste Level. Bosse gibt es noch nicht. Das heißt, es gibt hier keine, also die Gegner werden immer stärker. Und zwar alle 5 Level werden sie immer doppelt so stark. Das habe ich einfach, weil ich da erstmal eine ganz normale eine ganz normale Funktion geschrieben habe, die das macht. Das ist quasi die hier. Die sagt dafür Level durch 5 teilen. Ne? Da wir ohne Komma arbeiten, heißt es also, alle 5 Level erhöht sich dieser Wert dann um 1. Und dann wird hier quasi einfach nur 2 hoch dieser Anzahl gerechnet. Heißt also, letztendlich alle 5 Level werden die Monster um 2 zweifach so stark, also doppelt so stark. Genau. Jetzt sind wir bereits Level 4. Aber wie gesagt, es gibt noch keine Bosse. Das heißt, es gibt noch keine Monster, die eine gewisse Zeit oder bei der du ein Zeitlimit hast. Das heißt, du kannst genau genommen jetzt schon hier raufklicken und so als erstes Monster hast, kannst du das Spiel genau genommen laufen lassen. Irgendwann bist du dann Level 100, brauchst dafür aber paar Milliarden Jahre, aber du kommst halt quasi immer weiter, es wird halt nur immer länger dauern. Genau. Ja. So, wir haben mittlerweile 47 Dollar. Ja, ich klicke mal mit, wobei klicken ist es. Er sagt, das Klicken muss ich noch ein bisschen überarbeiten, weil wie gesagt, wir haben halt derzeit einen Klickschaden standardmäßig. Das heißt, bereits unser erstes Monster ist, naja, halt 30-fach stärker. Das heißt, um so stark zu sein wie er, müssten wir selber 30 Mal pro Sekunde klicken. Das heißt, klicken ist relativ useless. Klicken ist in dem Spiel quasi nur noch dafür da später, um die Combo hier zu erhöhen. Genau, weil die betrifft sowohl unser Klickschaden, als auch man sieht hier hinten bei DPS den DPS-Schaden.
Genau, das wie gesagt, das hier, ne, hier ist quasi dann die Tabellen, wie viel die Helden kosten. Ne, sein Basispreis ist 10 plus für jedes Level 10% drauf. Was? Und wieso? Keine Ahnung mehr. Ist schon lange her. Genau. Das heißt, deswegen am Anfang 11. Der nächste kostet dann 100, deswegen 110. Der nächste kostet 1000, deswegen 1100 und so weiter und so fort. Die ersten immer zehnfach so viel. Die ersten drei. Und dann die anderen drei hier unten. Das sind dann quasi schon stärkere. Deswegen ist da hier immer ein Sprung mit 100. Und deswegen hier unten auch 1 in 9. Also quasi 1 Million. Genau. Ja. Haufenweise programmiertechnischer Schwachsinn. Wie gesagt, das ist programmiert in Pure Basic. Einfach, weil ich dieses Projekt schon damals begonnen hatte. Und ja, wie gesagt, früher habe ich halt hauptsächlich mit Pure Basic gearbeitet. Einfach, weil das halt meine Einstiegssprache war. Womit ich halt Programmieren kennengelernt habe. Und deswegen mache ich so kleine Spielereien, so wie sowas hier, auch gerne immer noch in Pure Basic. Vor allen Dingen halt ist halt komplett deutsch. Ne? Wenn man jetzt hier sagt, okay, Editor-Gadget. Und wenn man F1 drückt, hat man direkt zu diesem Befehl, wenn er mal lädt, eine deutsche Hilfe. Alles in Deutsch. Mit direkt Beispiel und alles. Ist sehr schön, deswegen Pure Basic gerne. Ist aber jetzt eher irrelevant. Programmieren ist in der Sprache genauso wie in C oder andere. Mein Herzstück, was ich jetzt letztens gemacht habe, ist das hier. String Math. Hier habe ich quasi erstmal Funktionen geschrieben, um mit Zeichen zu rechnen. Weil das Problem ist halt, ne, man merkt ja bei Clicker Hero auch, die Zahlen werden sehr, sehr groß. Und beziehungsweise bei uns ist es sogar schon fast, glaube ich, noch höher, oder? Ja, 1,46. Eben. Und das Problem ist, normalerweise kann halt ein Rechner mit Integer oder mit Float arbeiten. Aber so große Zahlen kriegst du weder mit Integer noch mit Float hin. Und deswegen habe ich quasi den eigenen Zahlentyp entwickelt, der als String da, also als Zeichenkette dargelegt wird. Und um den zu verarbeiten, das heißt, ja, wie gesagt, habe einen Datentyp entwickelt. Und dadurch, dass es ein einer Datentyp ist, kann natürlich der Rechner damit nichts anfangen. Das heißt, um mit diesem Datentyp zu rechnen, also sowas wie A plus B, was ja normalerweise der Computer kann, kann er in dem Fall nicht, weil er nicht weiß, wie A und wie B aufgebaut ist. Das heißt, dafür musste ich selber halt Funktionen schreiben, ne, um von A B abzuziehen oder B zu A zu addieren oder zu multiplizieren oder zu dividieren. Ja, muss ich jetzt alles neu schreiben. Das habe ich jetzt heute früh gemacht, zum Beispiel. Genau. Ja, wie gesagt, rundum kann man sagen, ich habe zu viel Langeweile. Warum ist Corona? Ich will wieder zur Schule. Ja. Genau. So, wir haben mittlerweile 114 Dollar. Das heißt, wir können uns auch mal hier einen etwas teureren kaufen. Den hier zum Beispiel. Oh, schon sind wir noch schneller. So, nehme ich mal das Auto raus. Bei mir gibt es übrigens noch einen kleinen Bug. Naja, Bug nicht, aber nett to know, sag ich mal so. Es gibt bestimmte Konstellationen, wie man hier höhere Effizienz rausholen kann. Und zwar ist es ungefähr so: dieser Balken, der nimmt 30 Mal pro Sekunde ab. Und am effizientesten verdient man Gold, wenn man es schafft, ein Monster innerhalb einer 30. Sekunde zu töten. Warum das so ist, ist mathematisches Blabla. Aber wenn man es weiß, kann man quasi aus meinem Spiel am meisten rausholen. Da sieht man schon, das hat man hier mal eine Grenze, hier ungefähr eine Grenze. Also okay, das ist gerade ganz schön unbeständig. Auf jeden Fall, wenn der ganze Balken immer nur ganz kurz grün aufblitzt, dann ist es am effizientesten.
Wenn man dann weiter, noch weiter hoch kauft, bringt es nichts mehr. Und wenn man langsamer ist, dann ist man halt langsamer und verdient weniger Geld. Ist halt so. Irgendwann schreibe ich zu meinem Spiel ein Wiki. Wie gesagt, es ist eigentlich eine Spielerei. Ich hab nicht vor, die Dinge wirklich irgendwie mal zu veröffentlichen. Wobei veröffentlichen, weil kann ich auch mal machen, irgendwie so, weiß nicht. Irgendwo auf irgendeiner Seite kostenlos anbieten oder sowas, vielleicht sogar mit Quellcode, einfach so als Open Source Programm. Vielleicht hat er irgendwer Interesse, keine Ahnung. Aber wie gesagt, für mich ist das eigentlich eher so als Spielerei gedacht. Ne? Weil das beste Idle Game oder das beste Zwischendurch Game für Programmierer ist Programmieren. Ja. Ist immer noch die beste Langeweile-Beschäftigung. Übt wenigstens und macht Spaß. Oh, gleich können wir die nächsten kaufen. Oh, das ist Third. Ja, gib's mir. Third, komm. Booyah! Okay, und schon merkt man, okay. Jetzt ist quasi Insta-Kill. Dann gehen wir mal zum nächsten Level. Ah, und jetzt merkt man, okay, es blitzt wieder ein bisschen was auf. Und das Problem ist, sobald etwas aufblitzt, braucht Monster also nicht mehr eine Frame, sondern zwei Frames. Und braucht damit quasi doppelt so lange Überlebenszeit, weil es gibt ja hier noch keine Death-Animation. Das heißt, Monster lebt wirklich nur so lange, bis es halt tot ist. Also mindestens eine Frame. Jetzt braucht es aber zwei Frames, weil es in der ersten Frame nur fast tot ist und dann erst tot ist. Das heißt, wir müssen unser, ja, so weit leveln, bis es wieder mit einmal tot ist und dann ist es am effizientesten. Tada! Ach, total bescheuert. Was tue ich hier eigentlich? Was tue ich eigentlich in meiner Freizeit? Ich habe doch so Langeweile. Und worauf ich gleich von Anfang an geachtet habe, ist, dass das Spiel möglichst leicht erweiterbar ist. Sieht man ja auch schon hier. Die Namen der Helden ist in einer Liste, die man einfach erweitern kann, indem man hier weitere Felder hinzufügt. Die Stärken muss man dann auch einfach hinzufügen. Genauso wie quasi, ja, also das hier ist ja das, wie viel die kosten. Und das hier ist die Stärke. Und wie gesagt, bei dem Feld oder bei der Liste jeweils noch einen Eintrag hinzufügen. Dann das hier um 1 erhöhen. Und schon hat man ein Monster hinzugefügt. Ein Held. Also sehr leicht erweiterbar, das Ganze. Wie gesagt, mein nächster Schritt ist in solche Sachen wie halt zum Beispiel gucken, ob ich auch sowas wie Engines implementiert bekomme. Ist gar nicht so schwer, weil ich habe hier alles möglichst modular gehalten. Also zum Beispiel, ne, wenn man jetzt draufklickt, dann wird einfach eine Funktion aufgerufen. Klicken ist hier. Dann wird einfach eine Funktion aufgerufen, die sagt, okay, berechnen wir den Klickschaden. So, diese Funktion addiert dann halt einfach meine Klick-Kombo mit 1, weil 1 ist der Grundschaden. Darauf kommt die Klick-Kombo, die wird auch wieder berechnet, halt also dafür auch wieder eine Funktion. Die sagt einfach, okay, meine aktuelle Combo-Power, also 0,01% pro Klick mal die Anzahl an Klicks ist denn die Click-Combo-Power. Und so habe ich halt alles in Funktion gemacht. Das heißt, wenn ich sowas wie Engines hinzufügen möchte, die da halt eingreifen, kann ich das halt sehr leicht hier einpflegen, weil halt alles einzelne Funktionen sind, wo ich direkt halt sehr gut rankomme. Ja. Ist zwar sehr anstrengend so zu programmieren, weil du halt, ne, halt für alles mögliche extra Funktion machen musst, aber dafür ist der Programm übersichtlich und leicht erweiterbar. Das ist der Vorteil daran. Gut, heute musste ich einmal alles umprogrammieren, weil bis heute früh hatte ich komplett mit Float Points gearbeitet, mit dem Erfolg, dass mein Programm, wenn man Level 200 erreicht hat, naja, nur noch Fehler produziert hat, weil die Zahlen zu groß wurden. Deswegen habe ich, wie gesagt, heute früh hier diese String Math Library geschrieben. Und um die natürlich hier ins Programm zu integrieren, muss ich natürlich das gesamte Programm umschreiben. Aber das ist natürlich Ausnahmefälle in dem Moment. Ja. Na gut.
Ah ja, hier, weg da. Gut, was machen wir jetzt? Ach ja, siehst du, wir müssen unsere Engine noch machen. Ach, schon wieder nichts. Hier, Alter, weg da. Ach, siehst du, wir haben noch Essende. Das heißt, wir können jetzt wieder 25 Rubine einsammeln. Oh mein Gott. Ja, das habe ich jetzt gerade vergessen. Jetzt haben wir gerade 2 Eier verschwendet. Das nächste kommt garantiert das wieder in einer Stunde oder 2 Stunden oder 5 Stunden. Okay. Was wir mal machen, ist jetzt folgendes. Erstmal alles hier gucken. Genau, Admin kriegt auf jeden Fall. Komm doch hier, bam, 85. Das gleiche gilt für Kumawakamaru. Boah, Alter, die sind schon ganz schön teuer. Scheiß, die waren dann. Nee, den lasse ich erstmal so. Der ist es mir gerade nicht wert. Ist mir echt zu teuer. Okay, die werde ich nehmen wieder auf 75. Ich ziehe erstmal alle 75. Die ich letztens nicht mit hochgezogen habe. So. Und jetzt überlegen wir, welcher ist es wert, auf 85 gezogen zu werden. Eigentlich keiner. Nicht so teuer, wie das ist. Nee, okay, ich mach mal Admin. Der ist es wert, alle anderen nicht. Wie sind sie gerade aktuell? 142%, das heißt, naja, bei Level... Gott, wie weit kommen wir eigentlich gerade? Level 900 oder so. 9000, oder? 8000, 12. Ich mach mal hier... Ach nee, ich wollte ja... Ach egal, dann halt nicht. Ich wollte ja so machen, dass ich hier alle und dann hier 10 und hier 1. Jetzt habe ich ihm aber gerade alle gegeben. Ist egal. So, jetzt gucken wir mal bei dem nächsten hier, wie viele Level für unseren billigen geben, also den preiswerten. Billig ist es ja nicht unbedingt, sondern preiswert. Da ist ein Unterschied. Hoa. Warum so teuer? Kriege ich noch? Oh, Alter, das tut irgendwie weh. Ich lasse erstmal auf 7. Irgendwie kommt mir gerade so vor, als wenn es ganz schön teuer ist, was ich gerade mache. Wahrscheinlich gerade eine optische Täuschung. Vor allem eine optische Täuschung, klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, aber eine optische Täuschung ist. Ich kann locker bis 1D13 gehen. Oder? Doch. Das geht. Das können wir machen. So, hier unten noch einer. Und dann haben wir noch unsere kleine Ausnahme. Gut, alle anderen haben wir. Genau, das heißt, wir haben nur noch unsere kleine Ausnahme. Der Typ hier. Und bei dem muss ich jetzt gucken, dass wir hier... Okay, so reicht's. So, ach, siehst du, wir können... Genau, siehst du? Wenn wir hier schon leveln, speichern, können wir ja auch mal gucken, was der Kalkulator dazu sagt, ne? Der nette Herr, alles Besserwisser. Wobei mir schon aufgefallen ist, die Kalkulator neigen dazu, ganz viele Hero Souls auszugeben. Ha. Nee, doch, haben wir relativ gut getroffen. Ja, wisst ihr? 1.00 haben wir und 1.08 wäre optimal. Also haben wir eigentlich alles relativ gut. Ja. Gut, was will er hier noch? 75. Achso, ja, Dokok, Dora. Naja, bei Dora könnte man es vielleicht noch überlegen, ob es sich da lohnt. Okay, Atten haben wir sogar schon zu hoch gelevelt. Laut seiner Meinung. Dora. Lohnt sich das bei Dora? Ganz ehrlich? Ich meine, Dora sorgt nur dafür, dass wir mehr Goldkisten bekommen, oder? Dora. Genau, Motorizer Chest. Genau, die ist dafür. Nee, ich hab's jetzt Nummer 70. Alles gut. Scheiß Programm hier. Weg damit. Wenigstens aber genau für unsere Version, weil wir spielen ja hier mit der 1E10er. Und der Kalkulator ist auch genau für 1E10.
Das ist ganz witzig. Jo, ansonsten ist der Calculator auch mit uns relativ zufrieden. Was? Nugget haben wir zu hoch gelevelt? Willst du mich verarschen? Naja, wobei mir ist auch aufgefallen, hier gibt es sehr viele Unstimmigkeiten, wo ich mir so denke, okay, wie macht er das jetzt? Zum Beispiel bei Nugget um das Ganze hier effizient zu berechnen, müsste er ja wissen, wie effizient Nugget ist. Dazu müsste er aber berücksichtigen, wie viele Autoklicker wir haben, weil danach richtet sich ja seine Stärke. Okay, das steht im Safe Game drinne, dass wir 5 Stück haben, aber er weiß zum Beispiel nicht, wie viele davon auch auf der Wartebank sind, weil bei uns zum Beispiel ist ja einer benutzt. Und das zum Beispiel weiß er gar nicht. Das heißt, rechnet er jetzt immer automatisch mit allen Autoklickern, die wir haben, um seine Effizienz zu berechnen? Oder benutzt er immer nur einen Autoklicker? Oder nutzt er, weiß nicht, alle Autoklicker oder was auch immer, die man hat? Ja. Was ist das ja eigentlich? Level 8000 plus Best Hero. Hä? Geht doch eigentlich gar nicht um Heroes. Heroes habe ich doch erst hier. Ändert sich da was? Oh, tatsächlich. Okay, er will dann überall etwas weniger haben. Mit Ausnahme von Komawakamaru. Da macht er sogar mehr. 82? Are you fucking kidding me? You fucking stupid idiot? Ja, wie gesagt, guck mal, Wakamaru ist mir persönlich komplett egal, weil bei ihm geht es ja nur darum, dass eine Ascension schneller geht. Ja, ich nehme aber sowieso nur alle 8 Stunden auf, Minimum. Das heißt, ich habe sowieso für jede Ascension 8 Stunden Zeit. Von daher bringt mir Kumawakamaru in dem Sinne nichts. Im Gegenteil, Kumawakamaru bremst sogar aus, weil er sorgt ja dafür, dass pro Level weniger Monster sind. Das heißt, meine Helden haben zwischen jedem Boss, also nach jedem Boss bis zum nächsten Boss, weniger Chancen, sich hochleveln zu können. Das heißt, aufgrund der weniger, ja, des weniger einfließenden Goldes und des damit weniger Hochleveln der Helden zwischen den Bossen, kann es halt sein, dass man an einem Boss hängen bleibt, weil man davor zu wenig Gold eingesammelt hat, wo man halt, wenn man sich dafür ein bisschen mehr Zeit lässt, man an der Stelle nicht schon hängen bleibt. Und deswegen ist halt Kumawakamaru bei uns eher so ein Fall, wo ich sagen würde, okay, den lassen wir lieber ein bisschen niedriger. Der ist jetzt quasi schon eigentlich schon viel zu viel. Na, wobei minus 1. Das heißt, bei Ebene 9000, da dürften wir. Hätte ich mal vorhin gucken sollen, wie viel Monster wir derzeit haben. Aber glauberten wir 10 Monster pro Ebene, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, Kumawakamaru. Später, wenn die Ascensions wesentlich länger dauern, dann ja, klar, natürlich. Aber derzeit, solange wie eine Ascension nicht länger dauert als die Pause von einer Aufnahme bis zur nächsten Aufnahme, brauchen wir Kumawakamaru nicht. Das erübrigt sich dann. Weil schneller Ascenden tue ich eh nicht. Außer ich wechsle irgendwann wieder dazu, dass ich quasi auch Offscreen Ascension mache. Habe ich aber noch nicht vor. Nicht wirklich. Gut. Etwas also auch geklärt. Yesterday haben wir eingesagt. Was ist also das für eine Zahl hier, Alter? Ja, also das macht mein Programm schon wesentlich besser. Ne? Bei meinem Programm sind maximal 3 Nachkommastellen hier. Also, da kann Clicker hier durchaus von meinem Programm lernen. Alter, meine Haare sind so bescheuert hier. So. Das habe ich gerade gemacht. Oh, ich habe gerade Kita-Jus geschlossen. Wow. Leck mich am Arsch. Ja, man sollte nicht auf den Pfeil zurückdrücken. Warum hab ich auf den Pfeil zurückgeklickt? Hä? Verarschen? So komplett dumm einfach. Ah ja. Zum Glück haben wir keine Combo, die kaputt gehen kann. Wir spielen ja mit Idle, von daher. Pff. Müssen wir bloß hier weitergehen und dann geht's weiter. Ja.
ein bisschen total dumm. Ah, wir können mittlerweile auf die nächsten rüberschwinken. Na, schau mal einer an. Schau mal einer an. Dann machen wir das. Wir kaufen hier nochmal 25, damit es hier eine schöne Zahl ist. Und dann machen wir mal bei ihnen. Oh, Alter. Leck doch nicht so. Du leck Arsch. Du. Okay, jetzt leckst du im Vollbild weniger als im Fenstermodus. Sonst ist es immer andersrum. Seltsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und hier. Und klick auch auf. Beziehungsweise, halt, stopp, erstmal umbilden. Auf Web. Der da. So, jetzt. Schwuppsawupps, bam, perfekt. Na komm, erreicht 2000. Oh, kriegen wir nicht, okay. Joa. Das heißt, alles andere haben wir jetzt. Die haben wir alle gelevelt. Hier gibt es jetzt halt... Ach, ja, jetzt weiß ich auch, warum ich da oben auf den Pfeil raufgeklickt hatte. Weil ich hier aus dem Reiter wieder raus wollte. Ich bin auch dumm. Genau. Heute haben wir noch nicht... Oh, ich muss heute noch kämpfen. Ich habe noch gar nicht gekämpft. Na, schau mal, na, guck. Ich habe heute noch gar nicht gegen den Immortal gekämpft. Oder wie der Bastard auch immer heißt. So, das heißt Autoklicker. Und jetzt, ups, ich habe noch kein WLAN aktiv. Hä, ich habe noch WLAN aktiv? Nö, habe ich nicht. Na, schau mal an. Ich habe noch kein WLAN aktiv. Das kann jetzt ein bisschen dauern hier. Das dauert hier ja erstmal Stunden. Stunden dauert das hier. Ja, alles umgilden hier. Ach Gott. Ach, wie sieht eigentlich gerade aus, Alter? Ich meine Haare sind überall. Oh Gott. Warte, ich groß, das schaffen wir besser. Jetzt ist meine Stimme wieder frei. Alter. Warum wurden Haare erfunden? Die braucht keine Sau. Zumindest in der Kamera sieht es wieder gut aus. Jetzt sind meine Hände voller Gel, danke dafür. Weg da. Ach so, siehst du halt, nein. Rubine. Und Rubine alle. Schade. Okay, kannst jetzt weg. So, okay. Er leckt nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt den Bossfight machen. Was? Ich habe Timeout. Digga, ich habe doch jetzt WLAN. Bist du viel dumm oder so? Hä? Ja, da an WLAN? Mach ich später irgendwann. Nach der Aufnahme. Brauchen wir jetzt erstmal sowieso nicht. Primär. Von daher. Lassen wir es einfach mal. Ups. Hier steht schon wieder alles vor dem Mikrofon. Genau, das heißt, das brauchen wir sowieso erst morgen, weil wir werden frühestens morgen transzenden. Ich muss sowieso gucken, wie es jetzt gerade läuft. Also derzeit haben wir, wie gesagt, weniger als 1E100. Quatsch. Als das 100-fache. Also weniger als 1E... Was ist denn das da? Minus Punkt 532? Was? Bist du irgendwie... Bist du... Hä? What? Was soll das bedeuten? Was willst du mir damit sagen? Also wir haben derzeit... Wie viel haben wir? 2E14. Wie kommt er da auf irgendwas mit E2? Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Na gut, okay. Ach, gleich haben wir auch Level 2000 geschafft. Können wir das Ding auch noch kaufen?
Sehr schön. Perfekt. So. Wow. Achso, der King Medias. Okay. Petty Click, genau. Das ist ja der Typ, der die anderen beiden da levelt. Die beiden, die relativ weit oben sind. Ja. Was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Genau, wir haben soweit eigentlich alles gemacht. Die haben. Oh, nee, haben wir nicht. Fuck my life. Fuck my life. Fuck my life. Ach komm hier. Ein bisschen Training kann ich schaden. Ach komm hier. Was für Drecksmission, Mann. Macht doch irgendwas Sinnvolles. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Naja, mal schauen. Okay. Jo, dann haben wir jetzt eigentlich alles gemacht. Genau. Dann würde ich mal sagen, speichern wir mal und dann beenden wir mal die Aufnahme. Safe. Ja. Please. Every time again. Weg. Und kleiner. Minimieren. Und da würde ich mal sagen, schau mit V.